Herzlich willkommen zu unserer Sendung. In Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Mit Jesus kannst du rechnen, jeden Tag. Er wird dich nie verlassen und dich nie alleine lassen. Hoffnung und Zwölf, wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Heute mit dem Thema: Ist mir Wurst? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ist mir Wurst. Du kennst bestimmt den Ausdruck und ich habe nachgeschaut, wo er eigentlich herkommt. Und man vermutet, dass er aus der Situation herauskommt, dass man früher in eine Wurst alles reinpacken konnte, was irgendwo übrig war oder was man irgendwo nicht mehr brauchen konnte. Und dann ist mir Wurst. Wir wissen, dass das so viel heißt, es kümmert mich eigentlich nicht. Ich will eigentlich da mich nicht entscheiden und mach doch, was du willst. Das kann man über das Wetter sagen, dass es uns Wurst ist, was es meistens auch nicht ist. Aber was manchmal andere tun, ist mir Wurst, was die tun. Das kann es wirklich sein. Aber einiges sollte dir nicht Wurst sein. Zum Beispiel, was Gott über dich sagt. Was Gott über deinem Leben sagt. Es betrifft dein Leben und wenn dein Leben dir Wurst ist, dann wird dein Leben nicht so schön glücklich sein und ja, es wird halt irgendwo dahin dümpeln, aber wird nicht viel Sinn haben. Ja, es betrifft dein Leben, es betrifft auch deine Zukunft. Für dein Leben, deine Zukunft solltest du Entscheidungen treffen und nicht einfach, ach ja, lass rennen, ist doch alles egal. Ich sage, ist nicht alles egal, triff Entscheidungen, die dann auch ihre Folgen haben. Und viele Entscheidungen haben eine große Wirkung. Ja, ist mir Wurst, ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, dass ich keine Entscheidung treffe, dass ich alles rennen lasse. Wir dürfen uns dann aber auch nicht beklagen über die Ergebnisse, weil ja, wir haben uns ja nicht für irgendwie etwas entschieden. Und ich sage dir auch, prüfe, aus welcher Motivation du vielleicht sagst, ist mir Wurst. Hey, ich danke dir dafür, dass wir wirklich geschaffen worden sind, dass wir auch freie Entscheidungen treffen dürfen. Dass es uns auch wurscht sein kann, dass das für dich auch möglich ist. Wir dürfen frei entscheiden, aber wir haben mit den Entscheidungen und mit den Folgen der Entscheidungen zu leben. Und ich danke dir dafür, Herr, lehre du uns und schenk uns Freude, Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Entscheidungen, Herr, die wunderbare Folgen haben. Entscheidungen, durch die wir durchgehen, manchmal auch durch ein Tal durchgehen, aber dass wir Entscheidungen treffen und dass uns nicht irgendwo alles Wurst ist. Danke, Herr. Amen. Ja, und es ist auch eine Entscheidung, wenn du Gott vertraust und ihm alle deine Sorgen und Nöte hinlegst. Und deshalb wollen wir auch beten für Menschen, die Gebetshilfe brauchen. Und da schreibt eine Frau für ihre Schwester, die Krebs hat. Meine Schwester hatte eine 12-stündige Krebsoperation. Die Wunde will einfach nicht heilen. Nun steht wieder eine OP bevor. Ich bitte euch um Gebetsunterstützung, damit sie wieder okay wird. Auch hat sie 2 Stomas. Ein Stomas kann wieder entfernt werden, sobald die Wunde geheilt ist. Vielen lieben Dank. Und Jesus, du kennst diese Frau, die Krebs hat. Und wir danken dir, dass du einfach diesen Krebs wegnimmst, dass diese Zellen, diese Krebszellen eintrocknen im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass deine Macht größer ist wie jede Krankheit und auch wie dieser Krebs. Und ich danke dir, dass du eingreifst im Leben dieser Frau. Danke, Jesus, dass du sie vollkommen wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Und folgendes Gebetsanliegen erhielten wir in Verbindung mit einem Zeugnis. Und da schreibt jemand: Liebe Isolde, lieber Daniel, hoffnungsvoll wende ich mich heute an euch, da in der letzten Gebetsnacht auch mein Mann geheilt wurde. Beim Aufstehen hatte er seit Monaten immer einen Schmerz in seinem Bein, so dass er immer einknickte. Dieser Schmerz ist seit der letzten Gebetsnacht verschwunden, während des Gebets von Daniel. Mein Mann konnte es nicht fassen, aber wollte abwarten, ob der Schmerz auch wirklich weg ist. Er ist geheilt und freut sich täglich daran, dass er ohne Schmerzen aufstehen kann. Dafür danken wir euch von ganzem Herzen für euren wertvollen Dienst. Jedoch gilt der größte Dank unserem Herrn, denn er ist unser Heiler. Und so bitte ich euch nochmals um euren Dienst, da ich große Schmerzen in beiden Beinen habe und vertraue darauf, dass unser Herr auch diese heilen wird. Vielen herzlichen Dank für euer Gebet. Danke, Jesus, dass du diese Frau kennst, die jetzt ihre ganze Hoffnung auf dich setzt und mit ihren Schmerzen in den Beinen. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch diese Schmerzen wegnimmst, so wie du ihren Mann geheilt hast in der Gebetsnacht. Und so bitten wir dich, dass du auch diese Frau berührst. Dir ist nichts zu groß und nichts zu klein. Und du kannst diese Schmerzen wegnehmen und alles wiederherstellen, was da nicht richtig ist oder falsch ist in ihren Beinen. Danke, Jesus, dass diese Schmerzen entmachtet sind und verschwinden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, und lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Aus der Schweiz schreibt eine Frau und bittet um Gebet. Meine Bekannte bittet um Gebet. Sie liegt im Spital wegen Darmproblemen. Danke für eure Fürbitte. Ja, Herr, wir kommen wirklich fürbittend, Herr, für diese Frau. Ich danke dir dafür, dass du jetzt, Herr, im Krankenhaus in der Schweiz, Herr, da gegenwärtig bist. Und lass sie wirklich, Herr, das Wunder erleben, dass dieser Darm wieder gesund wird. Dass alles, was dort nicht hingehört, Herr, verschwinden muss und ausgeschieden wird in Jesu Namen. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für ihren Vater hat diese Tochter. Sie schreibt: Liebe Mitarbeiter, ich wünsche mir Gebet für meinen 85-jährigen Vater. Er hatte im April eine Darmoperation, die soweit gut verlaufen ist. Aber seither hat er extreme Rückenschmerzen, die ihm große Mühe bereiten. Die Ärzte stopfen ihn mit Schmerzmitteln voll, aber das ist ja keine Dauerlösung. Bitte betet für ihn, dass die Ursache der Schmerzen behoben werden kann und er sich wieder schmerzfrei bewegen kann. Vielen Dank dafür. Danke, Herr, dass wir auch für diesen Mann beten dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass er, Herr, wirklich das Heilungswunder erlebt. Ich danke dir dafür, dass er Befreiung erlebt. Ich danke dir dafür, Herr, dass die Ursache gefunden wird und Heilung eintritt. Und danke, Herr, dass du dieses Wunder tust. Amen. Amen. Und Menschen haben Gott erlebt und sie haben uns geschrieben. Und da möchte ich einiges vorlesen. Gürtelrose fast weg, schreibt diese Frau. Vor 5 Wochen habt ihr für mich gebetet. Ich habe die Gürtelrose fast überstanden. Ich muss noch Tabletten nehmen, aber die Nervenreizungen wurden sehr viel weniger. Danke für eure Gebete. Und was Gott begonnen hat, das führt er auch zu Ende. Kann wieder laufen, schreibt diese Frau. Sie haben mir eine große Freude mit ihrem Brief gemacht. Er war von Gott inspiriert. Das durfte ich ganz stark spüren. Mir geht es viel besser. Ich kann wieder laufen. Ein bisschen muss es noch werden, aber ich bin sicher, es wird geschehen, weil ich an die Erfüllung des Wortes Gottes glaube. Wie schön. Befreit von Kaufsucht, eine Frau berichtet von ihrer Heilung. Ich möchte Ihnen von einer Gebetserhörung berichten. Ich war seit meinem 16. Lebensjahr kaufsüchtig und habe bis Juli 2022 einen ständigen Kaufdruck verspürt und in meinen einsamen Momenten Kleider, Schuhe, Teppiche, Vasen, Haushaltsgegenstände bestellt. Heute bin ich 60 Jahre jung und seit letzten Juli 2022 kaufdruckfrei.
Die Bibel, Gottes Wort, ist jetzt meine Nahrung. Ich danke Gott für diese Heilung. Ist das nicht wunderbar? So lange, vom 16. Lebensjahr bis zum 60. diese Sucht und dann einfach befreit. Wie schön. Gott ist wunderbar und Gott ist groß. Und noch ein letztes: Tumor in der Lunge verschwunden. Eine Mutter berichtet von ihrem Sohn. Sie schreibt: Für meinen Sohn baten wir um Gebet. In seiner Lunge war ein 4 cm großer Tumor festgestellt worden. Bei einer weiteren Spezialdurchleuchtung lautete die Diagnose: kein Krebs. Nach 2 Tagen war der Tumor halb so groß. Die nachfolgende Untersuchung ergab keinen Befund mehr. Danke an Gott, der die Gebete erhört hat. Danke für euren Gebetsbeistand. Und für Gott gibt es doch kein Unmöglich. Das ist doch wirklich ein Wunder. Ja, hast du auch ein Wunder erlebt? Ein großes, ein mittleres oder ein kleines? Egal, schreibe es uns. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, als ich gesagt habe, ist mir Wurst, dir sollte nicht alles Wurst sein, ist dir vielleicht etwas in den Sinn gekommen, wo du sagst, oh ja, ich sollte mich bei dieser oder jener Sache wirklich entscheiden, eine Entscheidung treffen und nicht alles dem Zufall überlassen. Mach dir etwas Gedanken darauf und triff die richtige Entscheidung. Und wir beten gerne für dich, wenn du uns dein Anliegen mitteilst. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und Sonntag, wie immer, 10 Uhr sind wir im Livestream und natürlich auch richtig live in der Kathedrale. Komm einfach vorbei, erlebe Gottes Nähe. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.